Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Viele Leute von euch fragen mich, Alex, wo sicherst du eigentlich deine Kryptos? Und die Standardantwort von mir ist eigentlich immer die gleiche, auf meinem Ledger Nano. Jetzt gibt es aber einige exotische Projekte oder auch weniger exotisch, die vielleicht nicht auf dem Ledger speicherbar sind. Und dazu zählt zum Beispiel eines meiner größten Projekte, das ich halte, und zwar Xinfin bzw. XDC. Und es gibt durchaus einige Online-Wallets zum Beispiel, die das Ganze unterstützen. Oder auch der Alipel Titan, den ich persönlich auch nutze. Doch ich war nicht so 100% zufrieden mit dem Alipel Titan und dementsprechend habe ich nach einer Alternative gesucht. Und ihr habt mir gesagt, probier doch mal das Decent Wallet aus. Und das habe ich getan. Ich nehme euch heute mal mit auf die Reise, zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Ich habe es mal live ausgepackt für euch, das Ganze in Betrieb genommen, alles wirklich live und das allererste Mal. Und seht mir nach, dass ich das Video in Hochkant aufgenommen habe. Ja, ein bisschen spät drüber nachgedacht, aber ich wollte es, wie gesagt, jetzt nicht hinterher noch kaschieren oder in irgendeiner Form dann manipulieren, sondern ihr seht wirklich vom Unboxing bis hin zur Inbetriebnahme alles, wie ich es mache. Und wenn ihr euch dafür interessiert, erhaltet ihr einen 30% Nachlass auf das Decent Wallet. Den Link dazu findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Ansonsten habe ich jetzt genug erzählt. Lasst uns loslegen. Viel Spaß bei der kleinen, aber feinen Reise und let's go! So, heute nehme ich euch mal mit auf meine Decent Wallet Reise. Oft genug drüber gesprochen, jetzt ist es endlich soweit. Ich habe mir das Ding mal bestellt. Wir werden uns das Ganze mal anschauen. Ich habe das jetzt so bekommen. Ich habe ein paar Sticker draufgeklebt, ja, ein paar Sachen verdeckt. Aber ansonsten, genauso ist es bei mir angekommen. Werden wir gleich mal drüber sprechen. Und ich werde mit euch mal Stück für Stück das Ding auseinandernehmen. Wir gucken uns mal an, was da so drin ist. Wir werden außerdem das Ding natürlich in Betrieb nehmen. Und ich werde euch zeigen, wie ihr eure XDC hier raufschieben könnt. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe es selber noch nie ausprobiert. Ich habe auch noch gar keine eigenen Erfahrungen. Also seid jetzt quasi live dabei. Und wir werden das Ganze einmal jetzt öffnen. Und dann bin ich selber mal gespannt, was uns erwartet. So. Vielleicht ganz kurz vorab, das Ding kommt aus Südkorea, das ist der Hersteller, hier kann man sehen, IO Trust Co. Limited. Das Päckchen war innerhalb von 3 Tagen da, aus Südkorea. Ja, natürlich musste man dementsprechend dann beim Checkout Express wählen, das war auch die einzige Versandfunktion. Ja, es kommt super, super schnell, dafür eben deutlich teurer, als wenn ihr es bei Amazon bestellt. Bei Amazon gibt es dieses Decent Wallet auch, liegt da glaube ich bei 119 Euro. Ich persönlich bin aber lieber ein Freund davon, sowas direkt beim Hersteller zu holen, weil ich immer nicht so ganz genau weiß, auch wenn sie es jetzt zwischenlagern, wer hat das Ganze in der Hand gehabt, wer hat vielleicht schon mal hier das Ganze geöffnet und in irgendeiner Form vielleicht irgendwie die Seeds ausgelesen, keine Ahnung. Ich möchte einfach jedes Risiko ausschließen und deshalb bestelle ich immer beim Hersteller. So schaut das Ganze jetzt aus. Hier seht ihr zum Beispiel mal solche Seals, also so Sicherheitssiegel, die da drauf sind und die sind hier unbeschädigt. Von daher dürfen wir davon ausgehen, dass das hier noch nie geöffnet wurde. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Okay, so. Eine Willkommenskarte. Okay, da werden wir wahrscheinlich gleich mit starten. Getting started, okay. Hier für unsere Wörter brauche ich nicht, denn ich habe natürlich Steelplates am Start. Aber ansonsten gibt es hier sogar nochmal ein zweites Ding. Okay, und da haben wir es schon. So, auch hier nochmal eingepackt. So schaut das Ganze aus. Ich hoffe, man kann es sehen. Fokus, ja, kann man sehen. So, so schaut es aus. Vielleicht mal verhältnismäßig. Was habe ich denn hier mal auf dem Tisch? Ich habe hier mal meine AirPods, das AirPods Pro. Keine Ahnung, wenn man das mal so daneben hält, also damit ihr so eine grobe Vorstellung habt, wie groß das Ganze ist. Ja, also etwa, ja, passt gut in die Handinnenfläche. Ich habe relativ große Hände, aber das passt da gut rein, damit ihr mal eine Vorstellung habt, wie groß das Ganze ist. Was haben wir hier noch drin? Ein USB-C-Kabel. Ja, ein typisches USB-C-Kabel, nichts Besonderes. Okay, was haben wir noch drin? Nichts, das war's. Also wir brauchen scheinbar keine spezielle Anleitung. Wir haben jetzt hier, ich hole es mal hier in die Mitte, wir haben jetzt hier also das Decent Wallet, also das Device, wir haben das Kabel und wir haben eben diese Recovery Sheets. Da könnt ihr dann eure Seed eintragen, die wir wahrscheinlich gleich generieren werden. Und um das zu machen, werden wir dann höchstwahrscheinlich hier auf den Barcode klicken. Ja, nehme ich euch mal mit auf die Reise. Initial Setup, Connect with iOS, Android Phone, Firmware Update, wenn man möchte, und Create a Coin Account. Ich bin sehr, sehr gespannt und let's go. Dann nehme ich euch mal mit auf mein Handy. So, wir starten hier mal die Fotofunktion und dann gehen wir mal darauf. Und normalerweise, jawohl, öffnet dann auch schon hier dieser Link. Und schon kommen wir zum User Guide Decent Wallet. Okay, alles auf Englisch. Wir gucken mal, ob wir uns da durchfuchsen. Connect with iOS Phone. Jawohl, das machen wir mal. Click to install Decent Mobile App. Mhm, okay, dann werden wir die mal runterladen. Ich glaube, auf Install klicken reicht.
sind direkt im App Store und dann laden wir uns das mal runter. Öffnen wir das Ganze mal. Decent Wallet möchte auf deine Kamera zugreifen. Okay. So, jetzt fragt er mich, was hast du? Please select your wallet. Ja, wir haben dieses biometrische Wallet. Und ich soll jetzt mal ein Passwort festlegen. So, das mache ich mal eben. So, erledigt. Bluetooth will er noch. Ja, okay. So, und jetzt scheint es soweit fertig zu sein. Wir scheinen, hier oben rechts sieht man es, wir sind noch nicht verbunden mit dem Decent Wallet. Und unten kann man einen Account kreieren. Ich denke mal, da werden wir jetzt draufklicken müssen. Dann klicken wir einfach mal auf Add Account. Check the Device Connection Status. Okay, klicken wir erstmal darauf. Search Device. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich unser Decent Wallet in Betrieb nehmen. Dazu nehme ich mal eben das Ding hier in die Hand. Okay, wir sind noch nicht mit dem Wallet verbunden. Dann müssen wir das jetzt unbedingt nachholen. Dazu ziehen wir mal die Folie ab von dem Gerät. Schauen wir uns das Ganze vielleicht nochmal ganz kurz an hier. So schaut das Ganze aus, wie so eine kleine Fernbedienung. Oben so ein bisschen gebürsteter Edelstahl, also zumindest so eine Optik. Ja, und alles in allem sehr hübsch. Ich werde mal kurz das Ganze sauber machen. So, damit es so schick ausschaut für euch. Und dann werden wir mal gemeinsam das Ganze jetzt in Betrieb nehmen. Hier an der Seite ist der Knopf, wir drücken darauf. Hab mir natürlich auch schon mal fast die Plates rausgesucht. So, und dann geht es auch schon los. Was haben wir denn hier? Englisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch? Ich bolz gerade nur. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist, aber. Okay, also irgendwelche asiatischen Zeichen und Spanisch. Wir nehmen jetzt mal Englisch. Okay. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Create Wallet oder Recover Wallet. Wir haben jetzt noch kein Wallet, also werden wir das Ganze mal createn. Okay. Und jetzt wählen wir hier mal einen Pass oder eine PIN-Nummer aus. Die werde ich jetzt natürlich nicht unbedingt in die Kamera halten, aber das mache ich mal eben. Übrigens mit der rechten Taste könnt ihr den mal bestätigen. Also eine Zahl, dann bestätigen mit dem Okay. Wunderbar. Und das Ganze jetzt nochmal verifizieren. Also gleiche PIN nochmal. Okay. Jetzt soll ich meinen Fingerabdruck darauf oder meinen Finger darauf halten, meinen Wurstfinger. Dann werde ich mal zusehen, dass ich das einigermaßen ästhetisch hinbekomme. Also versuchen wir mal einmal rauftippen. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Erinnert mich auch so ein bisschen ans iPhone. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mit so einem iPhone arbeitet mit Fingerabdrucksensor, dann muss man das auch immer so machen, wenn wir alle möglichen Seiten abrollen. So, Processing, das habe ich erledigt. Wunderbar, hat geklappt. Achtung, Recovery Seat ist Backup of your. Okay, jetzt gibt es die Recovery Seats, beziehungsweise die Recovery Seat, also da gibt es diese Wörter. Ich weiß nicht, ob es hier 12 oder 24 sind. Ich glaube, auf deren Zettel waren 24 Wörter frei. Also gehe ich mal davon aus, es werden 24 Stück sein. Ich bin gleich schlauer, aber ich werde jetzt mal auf OK drücken und gucken, was er mir anzeigt. Noch Processing und dann denke ich mal, wird er mir gleich die Wörter zeigen. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, hat doch ein bisschen länger gedauert, weil ich es doch auf die Steelplates drauf graviert habe. Aber jetzt sollte ich fertig sein und jetzt fragt er mich nochmal, have you written down all your recovery seats? Also hast du alle Wörter aufgeschrieben? Ja, das habe ich, also drücke ich auf OK. Und jetzt sagt er zu mir, gebe das erste Wort ein. Jetzt muss ich mal auf die Steilplatten gucken und werde jetzt mal Wort für Wort eingeben. Er wird dich jetzt also Stück für Stück fragen, welches Wort eben an Stelle 1 oder Stelle 10 oder Stelle 8 kam, um abzuprüfen, ob du wirklich die Wörter aufgeschrieben hast. Ich werde das Ganze jetzt einmal durchgehen und wir sehen uns gleich wieder. Ich denke mal, das ist selbsterklärend. Was ganz cool ist, ihr gebt nur drei Buchstaben ein und er zeigt euch dann schon automatisch an, welche Wörter da in Frage kommen. Also das vielleicht nochmal by the way, ziemlich cool. Okay, war doch nicht ganz ohne. Man musste tatsächlich jedes Wort eingeben, aber das spricht natürlich für die Sicherheit. Jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten, Account oder Setting. Ich klicke mal einfach auf Account, weil wir wollen uns jetzt hier mal einen erstellen. Please add an account in the app. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück zur App und geben in der App mal unsere PIN ein. So, zack, okay. Dann klicke ich mal hier oben auf das Zeichen und jetzt, zack, jetzt haben wir ein Device und zwar unser Decent Wallet. Da klicke ich mal rauf. Mal sehen, was hier passiert. Ah, man sieht auf jeden Fall, irgendwas verbindet sich da jetzt. Jetzt lädt hier auf der App Initial Wallet. Jetzt installiert ihr hier das Wallet. So, das sollte geklappt haben. Und jetzt, please add an account. Das mache ich jetzt auch einmal. Zack, ich drücke mal auf Account adden und adde jetzt mal XTC. So, den nennen wir dann mal XTC Main. Alles müsst ihr, glaube ich, zusammenschreiben hier. Jawohl, genau so sieht's aus. Netzwerk wird initiiert. So, das war's schon. Jetzt sehen wir hier also Xinfin, okay, und können jetzt auf Receive klicken. Und dann haben wir schon eine Adresse. Und dann werden wir mal schauen, dass ich jetzt meine XTC hier rüber bekomme. So, das machen wir jetzt mal eben. Jetzt werde ich mich bei BitTrue einloggen und werde dort mal einige meiner XTC hier rüber schicken zum Test. Und dann bin ich gleich wieder für euch da. Und wir schauen mal, ob es geklappt hat. Also ich werde jetzt einfach bei BitTrue diese Adresse bei der Auszahlung angeben, dann auf Auszahlung bestätigen klicken und dann hoffen, dass es hier ankommt. Also bis gleich. Okay, es hat wunderbar geklappt. Könnt ihr hier sehen. Also 18 XTC sind da, 20 habe ich verschickt. Das war das Minimum und zwei waren Gebühr. Hält sich durchaus in Grenzen. Ihr seht aber hier oben ist es mittlerweile rot geworden.
geworden. Und das liegt daran, weil das Ding aus Sicherheitsgründen uns entkoppelt hat. Und das heißt, wenn wir jetzt etwas versenden wollen, brauchen wir dieses Gerät wieder. Das heißt, ihr braucht also prinzipiell beides, wenn ihr es versenden wollt, sowohl die App als auch das Gerät, um das Ganze zu signieren. Ich zeige euch das jetzt mal exemplarisch. Ihr müsst dazu nämlich einfach hier oben wieder auf das Rote klicken, euch mit eurem Decent Wallet verbinden. Das Ganze funktioniert dann vollautomatisch. Und sobald ihr das gemacht habt, seht ihr hier oben wieder, ich hoffe, man kann es in der Kamera erkennen, da seht ihr, es ist grün. Und wir können jetzt also dementsprechend unsere Coins versenden, könnten jetzt hier auf Send klicken und dann könntet ihr entweder einen QR-Code einscannen oder die Adresse einfügen, wenn ihr sie bereits habt und damit arbeiten. Ihr müsst dann noch einmal das Ganze hier bestätigen beim Senden und das war's. Somit habt ihr dann wirklich alles, was ihr braucht. Ihr könnt jetzt ab sofort eure XTC speichern und zu guter Letzt vielleicht nochmal ein kleiner Tipp für euch und gleichzeitig auch nochmal ein Fazit. Macht immer das Teil aus, erstens um die Batterie zu schonen und vor allem, wenn jemand anderes das Ding in die Hand nimmt, braucht er dann eben erstmal wieder den passenden Finger, um das Ganze zu entsperren. Und mein Fazit ist auf jeden Fall positiv. Erstens freue ich mich, dass ich endlich mein Hardware Wallet habe, wo ich meine XTC drauf speichern kann, denn auch wenn es natürlich Möglichkeiten gibt, wie Guarda und viele, viele andere Wallets. Und ich persönlich mag es einfach, das irgendwie in meiner Nähe zu haben, irgendwas Externes zu haben, was vom Internet so ein Stück weit unabhängig ist. Ja, das ist auf jeden Fall meine coole Lösung dafür. Insgesamt natürlich Plastik, es kommt aus Asien, was erwarten wir? Selbst der Teil hier oben, diese das gebürstete Edelstahl ist eben nur Optik, aber ich muss ganz klar sagen, das Steuerkreuz hier unten funktioniert wunderbar, so nennen wir es jetzt einfach mal Steuerkreuz, erinnert mich doch sehr stark an den Gameboy, also sehr, sehr schöne Haptik, auch das Herzstück von dem Ganzen, der Fingerabdruckscanner funktioniert einwandfrei, also an den wichtigen Stellen wurde definitiv nicht gespart, ihr seht auch hier ist so alles rund, die App funktioniert flüssig und einfach und ich persönlich werde das auf jeden Fall regelmäßig nutzen und meine weiteren XTC heraufjagen. Wenn ihr jetzt auch Bock habt auf das Decent Wallet, findet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung. Wichtig vielleicht dabei zu wissen, wenn ihr das Ganze bestellt, kommt da nochmal Zoll drauf. Bei mir waren es ungefähr 30 Euro und dazu kommt dann eben noch der relativ teure Versand mit 30 Euro. Mir war es das Ganze wert, weil ich eben sehr viel Wert auf Sicherheit lege, aber ich werde euch neben dem Link zum direkten Hersteller auch nochmal den Amazon-Link verlinken. So könnt ihr dann frei entscheiden, ob ihr den Weg gehen wollt über Südkorea oder ob ihr es euch direkt per Amazon Prime bestellen wollt. Ja, ich hoffe, dieses kleine, aber feine Review oder Tutorial hat euch gefallen. Jetzt haben wir alle endlich mal eine Möglichkeit, die XTC vernünftig zu speichern. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch was zu tun. Ich wünsche euch was, freue mich auf eure Fragen und bis bald. Ciao!